Hallo zusammen, heute zeige ich euch den kleinen Wiesenknopf. Ja, das ist er. Und ich fange mal oben an. So. Bevor die Blüte rauskommt, sieht der Blütenkopf so aus. Wobei er jetzt schon rötlich ist. Wenn er noch jünger ist, ist er grün. Ich zeige euch das mal an dieser Pflanze hier. Da seht ihr das nochmal. Hier. Da ist er noch grün. Ja, das sind so wie so kleine Knospen, die alle zusammen sitzen in einer großen Kugel am Ende des Stängels. Ich gehe mal wieder zu der anderen. Ja, und später kommen hier diese Blüten raus. Ganz feine Härchen. Ja, und diese sitzen an langen Stängeln. Und diese Stängel sind fast immer rötlich und sie sind kantig. Kantig gefurcht. Es kann aber auch sein, hier, da haben wir so einen Kandidaten. Hier, da ist es kaum rötlich. Also hier oben ein bisschen, aber kein Vergleich hier zu den anderen zum Beispiel. Was auch auffällig ist, das haben auch nicht alle, zum Beispiel der hier hat keine Behaarung, auch nicht unten, denn wenn der kleine Wiesenknopf behaart ist, dann immer unten. Hier sieht man das gut. Da seht ihr die Behaarung. Allerdings oben ist er nicht behaart. Ja, die unteren Blätter sind in einer Rosette angeordnet und ja, wie ihr seht, werden die ziemlich lang. Ja, sie sind gezähnt und oberseits dunkler als unterseits. Ja. Also unterseits hellgrün und oberseits dunkelgrün. Was auch auffällig ist, dass meistens die Oberseite des Stängels hier rot ist und unten ist sie grün. Das ist fast überall so. Ich habe irgendwo eine Stelle gesehen, ich glaube hier war das, da seht ihr, es ist sehr stark rot unten, oben. Und unten ist es zwar heller, aber immer noch rötlich. Essen könnt ihr die Blätter der Pflanze und die Blüten sowie diese Knospen hier oben. Ja, jetzt ist der kleine Wiesenknopf. Es gibt auch noch den großen, der ist deutlich größer, ist aber genauso verwendbar. Ja, noch ein paar Naturaufnahmen. Leider hört man hier auch Straßengeräusche. Aber dennoch schön hier. Und ja, Pflanzen wachsen ja nicht nur im Wald. So Leute, dann viel Spaß beim Pflanzenbestimmen und bis zum nächsten Video.